Guten Abend, liebe Abonnentinnen und Abonnenten, und willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Skara-Themen. Ja, heute habe ich auch für euch zwei Themen vorbereitet, und zum einen ist das natürlich das allerletzte Splatoon-Update oder die letzte Splatoon-Update, wie man es nun sehen möchte. Ja, und zwar ist nun noch eine neue, und zwar die letzte, allerletzte Waffe kommt, der Hydrant SE. Das ist wieder mal eine Form eines Splatlings, der nun ja doch in letzter Zeit sehr gespammt wird, wie einige andere Waffentypen auch, sehr, sehr schade. Die Waffenart hatten wir auch wie beim Trommelschwapper Neo damals, genau, Neo hieß der. Haben wir auch hier schon mal eine andere Form des Hydranten gehabt. Braucht sehr lange zum Aufladen, große Reichweite, große Power. Ja, kann man spielen, muss man nicht. Interessanter jedoch ist schon die neue Map, nämlich das Entropit Games HQ, also das Entropit Games Hauptquartier. Das ist eine Map, wo wir das erste Mal bewegliche Plattformen haben, die allerletzte Map auch für Splatoon. Mir hat sie auf den ersten Blick nicht so gefallen, ich finde sie aber nun relativ interessant, da man hier in der, gerade im Rangkampfmodus in der Mitte eine große Fläche hat. Also bis jetzt habe ich das auch nur im Splatzones-Modus gesehen. Obwohl ich dreimal an dem Wochenende das Spiel gestartet habe und immer nur Splatzones gespielt. Ich glaube, das gibt auch nur Splatzones, weil es auch das gerade als einziges wirklich anbietet. Wie gesagt, sehr interessant, relativ cool, finde ich. Aufgrund eben, dass man dort dann einen Schmelztiegel hat, wo wirklich alles fokussiert und dann auch noch zwei Plattformen ist, die man immer nach oben befördern kann, mit Hilfe von den Ventilatoren, wenn man dort Tinte drauf schießt. Dann befördern die es nach oben und dann bekommt eine erhöhte Position, sehr interessant, wie gesagt. Anfangs habe ich sie nicht gemocht, aber nun finde ich sie doch eine würdige letzte Map für das Spiel, kann durchaus taktisch sehr, sehr anspruchsvoll werden. Zudem gibt es nun noch ein Splatfest. Eine Ankündigung ist ja mal wieder sehr, sehr fragwürdig. Und zwar, ich spiele wie ein Barbar oder spiele wie ein Ninja. Also im Prinzip, ich hau drauf oder ich spiele ein bisschen taktisch. Ich bin natürlich dafür, ich spiele ein bisschen taktisch. Ich bin natürlich in Europa statt und zwar am Samstag jetzt den 30. Januar um 19 Uhr. Nächstes Thema ist mein Channel, Freunde. Da möchte ich nämlich mit euch noch ein wenig drüber reden. Und zwar wird es dort, ja, einige Änderungen geben. Ich wollte den Channel etwas zurückfahren. Habe das über die Weihnachtsferien eigentlich auch geplant gehabt, weil dort doch einiges zusammengekommen ist. Aber nun habe ich wieder etwas Freiraum gefunden. Aber tatsächlich auch für Donkey Kong Country 3 einen Nachfolger gefunden und den auch schon aufgenommen. Zum Teil zumindest, also angefangen aufzunehmen. Und zwar ist es, ich mache es kurz und schmerzlos, New Super Mario Bros. DS und nicht New Super Mario Bros. Wii, wie ich im ersten Part fälschlicherweise als erstes Wort zum LP sage. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch, wenn man gleich mal am Anfang einen richtig krassen Fail raushaut. Naja, wie dem auch sei, das Projekt wird starten. Ich habe jetzt einfach mal das eingeplant. Wenn ich halt irgendwann mit den Aufnahmen nicht mehr nachkomme, ich selbst gilt übrigens auch für Xenoblade Chronicles, dann wird das Projekt halt mal nicht kommen. Mai, bei Xenoblade sind die Nebenquests endlich dran. Da freuen sich einige Leute schon drauf, nachdem ich noch mal zwei Parts danach, Part 8, in die Gebietserkundung investiert habe. Das war einfach aus der Spontanität heraus, das geboren. Nur denn, wie dem auch sei. Pokémon ist noch ein Projekt, das ich sehr gerne ansprechen möchte. Und zwar geht es morgen tatsächlich weiter, Freunde. Ja, ja, am Mittwoch. Pokémon wird in Zukunft auch immer mittwochs kommen. Ich habe zwei neue Leute reingetan, das Projekt, den Crew sozusagen erweitert. Marcel ist in den nächsten Parts nicht dabei, ob er jemals wieder zurückkommen wird, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt Karate, Teller und Chase ja in das Projekt geholt. War sehr lustig, die Aufnahmen kann man sich auf jeden Fall gönnen. Chase hat auch dafür individuelle Thumbnails jetzt für jeden Part gemacht, also sieht richtig geil aus. Gefällt mir echt gut, was er da gemacht hat. Könnt ihr mal einen Blick drauf werfen, auch für die alten Parts hat er die alle nochmal aktualisiert für mich, beziehungsweise erzählt für mich erstellt. Ich habe sie aktualisiert, vielen Dank an dieser Stelle. Ja, und dann als letztes gibt es noch deinen großen Punkt, den Upload-Plan. Ich habe jetzt da versucht, etwas mehr Ordnung hineinzubringen. Und zwar vom 25. Januar bis zum 14. Februar. Das heißt, ja, es gibt einen kleinen Einschnitt am 14. Februar, den ich euch dann auch gleich berichten werde. Es ist nicht das Ende von DKC3. Es kann sein, dass der diese Woche etwas abweicht, aber nächste Woche ist auf jeden Fall so. Montags kommt Weiß 2, dienstags DKC3 bzw. NSMBDS halt dann. Mittwochs ganz klar Pokémon. Donnerstags bleibt wie gewohnt Lego Star Wars. Freitags Weiß 2. Samstags dann wieder DKC3 oder eben NSMBDS und sonntags kommt Xenoblade Chronicles. Dann gibt es einen kleinen Einschnitt, der heißt Stunde Part in Weiß 2, Weiße Baumhöhle. Ist ab Part 87, glaube ich, angesagt. Sprich, da werden die Parts etwas länger, deswegen wird das Projekt nur noch einmal in der Woche dann kommen, am Samstag auch. Am 15. Februar, da passt das nicht ganz so günstig mit meinem Uploadplan, deswegen kommt da kein Video. Am 16. Februar
geht es dann regulär weiter. Dienstags, da kommt dann Lego Star Wars. Mittwochs, wie gesagt, Pokémon. Donnerstags, New Super Mario Bros. DS. Freitags werden sich dann in den Wochen bis zum 14. März gilt dieser Uploadplan. Xenoblade Chronicles und Lego Star Wars abwechseln, sprich beide Projekte kommen 1,5 Mal in der Woche. So hochgerechnet, samstags kommt, wie bereits erwähnt, Vice 2 und sonntags nochmal New Super Mario Bros. DS. Montags ist Xenoblade Chronicles Time, damit man die Wochen auch chronologisch sozusagen wieder vollständig hat, da ja montags keins kam. Ja, wie gesagt, Xenoblade Chronicles kann ich nicht versprechen. Ich werde schauen, dass ich auf jeden Fall dort für montags konstant Videos habe. Kann auch sein, dass dort Freitag mal nichts kommt. Pokémon, denk, kriegen wir hin. Lego Star Wars ist komplett fertig aufgenommen. NSMB, ja, werden wir sehen. In diesem Sinne beende ich nun diese Ausgabe der Scarra-Themen. Ich hoffe, ihr wurdet gut informiert. In diesem Sinne dann bis zum nächsten Mal und kommt gut durch die Nacht.